Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Core LP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Das erste und einzige Mal, hoffentlich, keine Ahnung, war kein Versprechen, starten wir in einem Pausenscreen, denn irgendwas kommt hier auf uns zu. Wir sollen uns auf den Kampf vorbereiten, ich weiß aber nicht wie. Ich habe einfach mal Bestienöle auf beide Schwerter getan, falls eine Bestie kommt. Es knurrt auf jeden Fall wie eine Bestie. Und da wir ja hier bei den Hexen sind, die wohl für die Entführung von Anna verantwortlich waren, muss ich mich zurückerinnern an diesen Bauern, der gesagt hat, sie wurde verschleppt von etwas, das so groß war wie eine Scheune. Ich bin gespannt. Los geht's. Waren auch keine. Macht euch bereit. Sie bringen mich um. Und ich... Ich bring dich um! Diese Muskeln, diese Linien, das Fett, hörst du mich? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Was bist du? Oh Gott! Au. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt der Geschmack. What in the world? Holy shit, liebe Leute. Ich glaube aber, dass das Feuer gut gegen den war. Da hat er nämlich kurz echt nichts machen können. Ich habe ihm ein paar schwere Schläge reingebraten. Ich glaube, Feuer ist gut. Alter Schwede, langt der zu. Krass. Diese Muskeln. Das Fett. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das Vieh langt so dermaßen rein. Okay, wie kann ich dich... Okay, das ist es auf keinen Fall. Und man muss wohl schnell reagieren, weil das Vieh heilt sich die ganze Zeit. What? Okay, was haben wir noch? Okay, vielleicht mal Quen. Nein! Du Miese! Du Arschloch, du hast es doch vorausgesehen, oder? Na komm. Ach, miese Schwein! Bam. Sofort Trophäe geben. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause.
Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Wie denn? Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Tja. Es wäre halt leider sinnlos, die Frau ist übergeschnappt. Das würde nichts bringen. Ein Heiler kann ihr nicht helfen. Niemand kann es, fürchte ich. Ich muss etwas unternehmen. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Bin gespannt, ob er den Eremiten finden wird. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Lebt wohl. Interessante kleine Zwischensequenz dort. Haben wir nicht da gerade den Biest getötet? Wo ist er? Ich will sofort meine Trophäe haben. Oder liegt sie wenigstens noch da? Ist sie das? Ja. Monstercode. Schön. Und ein Biesmutter gehen. Das ist auch nicht schlecht. Schade, wieso keine Trophäe von dem? Jetzt mal ohne Spaß. Warum das denn? Ah, ne, hier. Ertrunkenen Zunge. Leute. Schade, weil er ein Questing war. Nun ja. Es haben leider nicht alle geschafft, liebe Leute. Ein hochdramatisches Finale oder Halbfinale. Ich schätze mal. Wir werden diese Sache weiter verfolgen können mit der Heilung der Frau. Ob das klappt, oder? Ich weiß es nicht genau. Dafür müssen wir wahrscheinlich diesen Eremiten finden und wir haben keine Ahnung, wo der ist. Nun ja. Gucken wir mal, ob ich tatsächlich keine Trophäe... Nee, es gibt tatsächlich keine Trophäe für den. Da müssen wir wohl einen Biest für uns selber jagen. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wofür wir aber Zeit haben, ist, endlich mal wieder den Skillpunkt zu verteilen. Und soll ich dafür vielleicht gleich mal unsere starken Angriffe nehmen? Nö, habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu.
Was haben wir denn noch so Blaues Schönes? Art trifft alle Gegner in einem bestimmten Umkreis. Ausdauerregeneration plus 1,5 pro Sekunde. Das ist natürlich cool. Was haben wir hier noch? Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das können wir recht gut gebrauchen. Oder gucken wir mal wieder, ob wir was Alternatives finden. Ist die akute Ausdauer... Was? Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig? Können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden? Okay, das ist auch nicht schlecht. Erhöht die Adrenalinausschüttung. Adrenalinpunkte. Erhöht die maximale eigene Vergiftung. Jeder Teil schwere Rüstung erhöht die maximale Vitalität. Jeder Teil mittelschwere, jeder Teil leichte. Okay, das macht mich jetzt alles nicht unbedingt an. Aber dieses Beastmutter-Game. Ach ne, ist auch bloß wieder ein grünes. Plus 50. Viel Variation scheint es da nicht zu geben, es sei denn, wir machen mal neue draus. Vielleicht gehe ich mal wieder zum Weideler demnächst. Was mache ich denn? Ach, wisst ihr was? Dann machen wir trotzdem einfach unseren schweren Angriff hier. Zack. Peng. Und damit haben wir endlich die nächste Stufe freigeschaltet. Präzisionsschläger. Erhöht die Chance auf kritische Treffer, schnelle Angriffe. Alles klar. Okay. Aber jetzt wird es also interessanter. Speichern wir mal kurz. Und einfach, weil wir es können und weil ich es will, meditieren wir mal ein bisschen. Auf das wieder schöneres Wetter ist. Ich will nämlich endlich wieder schöneres Wetter haben. Ja gut, also ich muss sagen, den emotionalen Zenit hat die Quest ja schon erreicht vor einiger Zeit, als man das mit der Fehlgeburt hatte und so weiter. Also so richtig gepackt hat es mich nicht. Auch wenn es interessant erzählt war, ich finde diesen Kult hier cool, ich finde diesen Typen interessant. Ich finde interessant die Möglichkeiten, die man jetzt eventuell noch hat, um auch Tamara und den Baron weiter zu verfolgen und zu gucken, was aus denen noch so wird. Naja, wir werden sehen. Ansonsten kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um unser eigenes Bier. Schade, dass man nicht gleich von den Biesen eine Trophäe gekriegt hat. Wie, jetzt ist das hier zu? Da konnte ich doch vorher schon reingehen. Ach, nee. Aber vielleicht irgendein anderes Haus, wo wir... Richtig, dass du sie deinem Vater überlassen hast. Da bin ich nicht so sicher. Wir konnten nichts weiter tun. Der Hexer auch nicht. Wenn ihr jemand helfen kann, dann nur ein gelehrter Wissen. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Ich würde den echt gerne finden. Ich würde da echt gerne gucken, was hier jetzt noch so los ist. Okay, wir können ja auch nirgendwo reingehen. Bedeutet für uns, wir sind hier nicht mehr erwünscht, liebe Leute. Das heißt, wir gehen mal zu diesem Schild hier und gucken, wo wir uns denn als nächstes hinorientieren wollen, um mal wieder was zu erleben. Obwohl das jetzt natürlich nicht wenig war, was wir da gerade erlebt haben. Und hier oben irgendwo wartet der Wahrsager, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Was ich aber zuerst möchte... Genau, wir gehen nach Niederwirr. Gucken wir uns an, was das hier ist. Nehmen die Quest hier an. Machen diese ganzen Fragezeichen hier. Finden den Wahrsager. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ne? Ich schätze mal, damit werden wir den Part wieder auslasten. Und zwar doppelt und dreifach. Aber was soll's. So. Dafür muss ich jetzt eine Markierung setzen. Sonst verlaufe ich mich. Und zwar krass. Wir gehen erstmal hier hoch. Zu diesem Fragezeichen. Gucken, was es hier für uns gibt. So. Alles klar, los geht's. Hallo. Hey, wir haben schlimme Sachen getötet. Ihr solltet euch glücklich schätzen. Alter Mann, was ist los? Wieso weint ihr? Oh no. Ach so, die weinen darum, dass hier Leute aufgeknüpft wurden. Von Hexenjägern. Mist. Was man sich natürlich auch fragen sollte ist, wir sind ja wieder den Mumen nicht begegnet, ne? Die haben ja dieses Vieh vorgeschickt. Das heißt, die Mumen sind buchstäblich irgendwo da draußen. Und auch mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Das sollten die niemals vergessen. Wir werden plötzlich vor ihnen stehen, wenn sie nicht damit rechnen. Das ist ein persönliches Versprechen von mir. Hallo. Oh, das ganze Geblocke von Baumstämmen und so. So. Und zu dem Baum da hinten will ich irgendwann mal noch. Der sieht sau interessant aus. Man, oh man. Und was ist das für ein Turm da hinten? Da will ich auch hin. Manu, so viel zum Hinwollen. So, was haben wir hier? Oder soll ich hier runter? Ich sollte vielleicht hier runtergehen. Vielleicht ist das klüger. Schwupp, 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 rutsch, rutsch, rutsch. So. Und ich merke gerade aus irgendeinem Grund, wie Bock ich auf Twin Peaks kriege. Kennt ihr die Serie? Die ist wirklich geil. Ich habe meinen letzten Run gestartet vor vielen, vielen Wochen. Und habe dann irgendwann in der Mitte der zweiten Staffel aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Und ich habe gerade Bock, weiterzugucken. Einfach für die Intro-Musik und solche Sachen. Es ist einfach wunderbar. Twin Peaks ist eine wunderbare Serie. Falls ihr es noch nicht kennt, einfach mal gucken. Ich kann euch fast versprechen, dass ihr nach der ersten Folge weiterguckt. Aber naja, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Twin Peaks. Sehr alt schon? Lohnt sich aber. Doppelt und dreifach.
So, was finden wir denn hier Schönes? Mache ich gerade das Richtige, indem ich hier hochklettere? Da oben war irgendwo dieser Machtstein, den hatten wir ja schon mal gefunden. Ne? Den brauche ich mir, glaube ich, nicht zu Gemüte führen. Aber wie komme ich... Bleiben wir noch hier... Ich höre irgendwas. Ich kann irgendetwas hören. Oh, Blümchen! Ich weiß, ich sollte eigentlich viel öfter Blumen einsammeln. Ich bin da sehr... sehr selektiv in meiner Wahrnehmung noch. Oh, 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 da unten. Was haben wir denn da so? Das sieht aber relativ fies aus. Level 11, jetzt wird's interessant. Hallo, es ist ja gut jetzt. Was soll denn das? Au. Uah. Okay. Ganz ruhig bleiben. Nein, 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 nein! Oh! Woran bin ich denn jetzt gestorben? Haben die es echt geschafft, mich zu vergiften? Krass! Wann habe ich das... Achso, direkt bevor ich sie angegriffen habe. Ich wollte jetzt sagen, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh mein Gott. Okay, diese kleinen Racker. Vielleicht mal in ein bisschen übersichtlicheres Terrain wechseln. Und vor allem mal Quen. Diese Kleinen hier zuerst. Hui. Okay. Huch. Alter. Gib mir jetzt sofort mein Quen. Und so. Okay. Whoa, 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 whoa. Okay. Du hier. Du musst zuerst sterben. Ihr seid ja ganz schön hässlich, ne? Aua. Aua. Säcke. Okay, für schwere Angriffe leider ein bisschen zu schnell. Okay, du brennst jetzt, du Schwein. Okay. Das war schlecht von mir. Aber immerhin Quen aufgefrischt. So. Wow, die droppen Mutagene? Really? Warum steckst du dein Schwert nicht weg, Geralt? Sind hier noch mehr? Die droppen ja echt Mutagene. Alter Kacke. Krass. Der Mutagen-Farm-Spot. Und ich höre schon wieder Wölfe. Von irgendwoher. Hört auf, Wölfe. Lasst mich in Ruhe. Ist das hier auch was? Ih, die dampfen ja irgendwas. Ih. Bist du ein Kleiner? Wo sind die Wölfe? Oh, sehr weit weg von mir. Sehr weit weg von mir. So. Einmal durchquennen. Und dann habe ich so ein bisschen mein Fragezeichen aus dem... Oh! Moment mal, hier ist eine Höhle. Hier ist tatsächlich eine Höhle. Drachentötergrotte. Was? Alter. Wer hätte denn damit gerechnet? Geralt, das ist ein Baum. Danke sehr. Wow! Alter, da soll ich jetzt runtergehen? Ohne Spaß. Das Ding hat sogar einen eigenen Pfeiler, um sich hinzuteleportieren. Okay. Das heißt, wir laufen Gefahr, hier jetzt in etwas Böses, Böses reinzugelangen. Hallo, Ertrunkener. Ach nee, eine Erscheinung. Au, au, au. Ja, natürlich springe ich da auch wieder voll rein. Alte Kacke, Mann.
Ihr macht mich ja ganz schön flach hier. Zwei Erscheinungen auf einmal. Gut, aber ich glaube, hier drin finden wir geile Sachen. Deswegen speichere ich und gehe tiefer hinein. Unter anderem finden wir Pilze. Pilze sind immer gut. Falls ihr es noch nicht wusstet. Hallo, Mahlzeit. Ich gehe erstmal hier rein, okay? Alter, really? Okay. Einer nach dem anderen immer angreifen. Wisst ihr, das ist auch angenehmer für mich. Ich weiß ja nicht, warum wir uns hier drin zanken müssen, aber... jetzt fahren sie die dicken Zunder auf. Smaragdstaub und Amethyststaub, als wär's... Hab ich, was? Pferdehaus? Aua, aua, aua! Mir ist Schwein! Sack! Hat der sich einfach zu mir geschlichen, ne? Okay, was war hier jetzt drin? Zerriebene Perle, Schweinehaut, Rubin, Fell eines weißen Wolfs, sehr cool. Pferdehaut, ah! Weinstein, oh, haben wir auch noch nie gefunden. Für Alchemie und Handwerk. Okay, haben wir eigentlich irgendwas zum Essen dabei, dass ich nicht die ganze Zeit meine Tränke immer trinken muss? Nee, wartet mal, das sind Rohstoffe, hier ist das Essen. Wo eigentlich die Bücher mit dem ganzen Essen im selben... Muss man auch nicht verstehen, ne? So, jetzt kriegen wir einen ordentlichen Boost. Dann speichern wir nochmal und weiter geht's. Hallo! Hallo, Kisten! Juhu! Gesellenwaffenreparaturset! Manuskriptseite! Skellige Gampison. Mal wieder eine neue Rüstung gefällig? Ich weiß ja nicht. Herzogswasser, Och nö, warum sind das denn immer solche bayerischen Stoffpullis, Alter? Guck dich das mal an! Wer zieht denn sowas freiwillig an? Wir sind der Witcher, verdammt nochmal! Ja, das mit den Rüstungen habe ich ja schon mal angesprochen, das ist so ein Thema in dem Spiel. Man muss natürlich, und das muss man ihm zugutehalten, habe ich auch mit Lukas in den Comments schon mal mehr oder weniger diskutiert. Sie sind alle sehr lore-freundlich, ja, also hier ist nichts Außergewöhnliches, wir werden hier keine fette Rüstung à la World of Warcraft finden. Das ist schon alles entsprechend dem Universum angepasst und ich glaube auch, dass wir uns mal mehr um diese Quests kümmern sollten, die... Was ist das denn hier? Die... Diese Hexerrüstungen finden, wisst ihr, diese Bärenrüstung und die Greifenrüstung und all sowas. Das sind die richtigen Rüstungen, die dann noch toll aussehen können. Vor allen Dingen, wenn man sie auflevelt. Torheren. Absurder Farz des Weißen. Okay, also irgendwie wahrscheinlich ein Schwert oder was. Wie gesagt, sehr lore-freundlich alles. Da ist eine Menge Substanz drin, aber es sieht halt alles scheiße aus. Wisst ihr, diese dickbauchigen Rüstungen, die man haben kann und dann diese... dicken Stoff, mittelschweren Rüstungen, wie gerade eben dieses bayerische, wie ich so genannt habe. Das gefällt mir halt alles vom Visuellen her nicht. Also sowas kann ich nicht anziehen, da wäre ich doof. Und deswegen freue ich mich auch. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ich glaube, die Bärenrüstung, wo wir ja auch schon die Schemata dafür gefunden haben. Ach nee, ich glaube, das ist umverteilt worden. Wir haben nicht die Bärenrüstung-Schemata gefunden, wir haben irgendwas anderes gefunden. Man kann mit Level 18 oder so, glaube ich, muss man sein, auf den Skellige Inseln eine Questreihe dann starten für ein spezielles Hexerset, welches mir dann auch tatsächlich gefällt und welches wir auch tragen werden. Also das werde ich mir arbeiten. Aber bis dahin müssen wir halt leider noch warten, ne? So, was haben wir denn hier? Das ist doch auch nicht normal, oder? Boom! Kaputt! Hallöchen! Hey! Nicht so, mein Freund! Ja. Du hast hier den Witcher vor dir, nicht irgendjemanden, der zufällig Erscheinungsmutter gehen, sehr schön. Der zufällig die Wand kaputt gemacht hat. Jetzt will ich aber trotzdem mal was versuchen. Moment mal, Charakter. Vielleicht haben wir ja doch mittlerweile ein ganz anderes plus 5 Angriffskraft. Vielleicht haben wir ja ein besseres 5 Angriffskraft. Nee, das sind alles Angriffskraft-Mutagene. Neckar-Krieger-Mutter gehen. Na gut, dann lassen wir es mal noch drin. Ich muss, wie gesagt, wirklich mal dran denken zum Weidel... Au.
Hey, keine Feuerschaden, please. Oh, ich bin vergiftet. Ich will nicht vergiftet sein. Lasst mich in Ruhe. Hab ich schon an? Ja. Wow, 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 wow. Hier ist echt, was ist denn da drin so gefährlich? Ich sehe die Gaswolke nicht. Ist das schon gewesen? Ich glaub schon, oder? Ja, ja, anscheinend schon. Wir machen einfach mal weiter. Alter! Wo laufe ich denn da immer rein, was immer explodiert? Was soll denn der Scheiß? Sollte ich vielleicht die Fackel wegpacken? Ist das das Problem, weil es dann immer hochgeht? Wow, 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 wow. Au. Und tot. Okay. Okay, Dicker. Da ist ja noch einer! Alter, wie viel sind das denn? Okay, einer muss mir jetzt zum einen verraten, warum die ja alle gerespawnt sind. Wo bin ich denn jetzt zum Teufel? Achso, nee, jetzt bin ich schon richtig. Oh, okay. Also das muss ich jetzt wieder aufmachen und da drin ist wieder alles kacke und mein Schwert geht auch kaputt. Boah, Leute, sowas liebe ich ja. Was? Wieso kann ich denn nicht? Komm. Okay, wir müssen uns ganz langsam vortasten. Seht ihr das? Schön mit Feuer. Nein, ich will nicht vergiftet werden. Mach sofort, dass das hier weg ist alles. Oh. Okay, weiterlaufen. So, fantastisch. Das ist doch schon mal... was mache ich denn? Das ist doch schon mal ein Erfolg wert. Das können wir abspeichern. Ach, und alles das alles für eine Sackgasse? Nee. So, natürlich. Oh, oh. Oh, oh. Ich mag dich nicht! Ah, 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 ah. Wer zur Hölle bist du? Alter. Krass. Okay, dann nochmal mit Vorbereitung. Was ist der Typ? Ist der eine Bestie? Ist der Nekrophag? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich's doch nur wüsste. Sah aber eher aus wie ein sehr alter Nebling, oder? Kann das sein? Machen wir mal den hier. Oh. Und jetzt komm mal her, Digga. Wieso sehe ich den? Das frage ich mich gerade. Und warum läuft der so hässlich im Kreis, dass ich ihn nicht treffen kann? Okay, komm her. Okay. Ah, ich will schon wieder festzuschlagen, ich Depp. Alter! Jetzt, mach den doch! Alter Schwede, was ist das denn? Der ist doch Level 11 oder so, den muss ich doch irgendwie platt kriegen, oder? Der haut feier ganz schön zu. So. Jetzt versuchen wir, glaube ich, mal was ganz anderes. Anstatt, dass ich jetzt die ganze Zeit meine Fackel in der Hand habe, mache ich jetzt zum einen mal ein Öl auf mein Schwert. Und was nehmen wir da? Tja, was ist der jetzt, ne?
Eigentlich ist der Nebling. Und gegen Neblinge? Was muss man da nehmen? Ich habe verdammt nochmal keinen blassen Schimmer. Deswegen arbeiten wir mal ohne Öl. Wartet mal, wo sind denn meine Reparatursets? Hier ist Anfänger-Waffenreparaturset. So, dann haben wir erstmal vollen Schaden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und was machen wir jetzt? Ich habe doch sicherlich noch irgendwo einen Katzentrank, oder? Oder habe ich den nie gemacht? Wartet mal. Biesabsud. Oh, den machen wir gleich mal. Flonsch. Erscheinungsabsud machen wir natürlich auch. Wo haben wir denn... Konstruktöl zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Angriffskraft gegen Konstrukte. Okay, Konstrukte haben wir auch noch nicht gefunden, oder? Was habe ich? Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Katze. Du besitzt diesen Gegenstand bereits. Okay, wo ist mein Katzetrank? Konstruktöl, Biesabsud, Erscheinungsabsud. Wo ist der Trank namens Katze? Sie, die da weiß? Was ist das denn? Die Leute sagen, sie wären zu viert gewesen, zunächst. Die Mutter Allwissende, die Herrin des Waldes, kam aus einem fernen Land hierher und litt schrecklich unter der Einsamkeit, sodass sie sich aus Erde und Wasser drei Töchter erschuf. Das ist doch die Mutter von den drei Mumen, oder? Vor langer Zeit war die Mutter die alleinige Herrscherin von... Ach nee, das haben wir schon mal gelesen. Sorry. Katze. Sehen in tiefster Finsternis. Ich glaube... Nee, das will ich nicht ausrüsten. Ich will es verbrauchen. So, und jetzt speichern wir mal. Jetzt kann ich nämlich das Ding hier wegnehmen. Und jetzt versuchen wir mal was ganz Neues. Nämlich, ob wir den Typen... Huch, dann muss ich erstmal hier wegmachen. Alter, Willy, komm. Komm mal her. Na komm. Okay, der Irden beeindruckt ihn nicht unbedingt. Doch, der hat gesessen. Nicht sterben, Geralt. Na komm. Yes! Alter, hat der nochmal einen Vorwärtssalto gemacht? Geil, kleines grünes Mutagen. Ekimem. Was? Ekima. Ekima. Okay, Ekima. Pff. Wimperspeichel. Sehr schön. Ekima Haut. Sonst haben wir nichts gekriegt. Aber eine Schatzkiste. Tagebuch des Hexers Georg. Oh. Kinder, das ist ja die Greifenrüstung. Wir haben die Greifenrüstung gefunden. Beziehungsweise die Schemata der Greifenrüstung. Alter, für den Typen machen wir aber mal dick eine Kerze an, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Altes Schafsfell? Genau, alle Kerzen zünde ich für dich an, Junge. Ich mach für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Was haben wir hier? Welener Langschwert. Das Massaker von Sintra. Okay, Leute, jetzt gibt's was zu lesen. Das Massaker von Sintra. Die Reiterkavalkade donnerte über den blutgetränkten Hof. Sie sahen niemanden an, sie stellten keine Fragen. Sie wussten genau, wohin sie gingen und wozu. Sie wollten die alte Königin töten und sich der zintrischen Prinzessin bemächtigen. Was aus dieser werden würde, war ungewiss. Calanthe hatte sich mit ihrer treuesten Untergebenen in der Burg verschanzt. Dort wurden sie von Steinmauern und einem durch Zauber versiegelten Tor geschützt. Doch allen war klar, dass weder das eine noch das andere einen konzentrierten nilfgaardischen Angriff mit Unterstützung durch Magier lange standhalten konnte. Nach 4 Tagen hatten die feindlichen Soldaten die Barrieren überwunden. Und so starben sie. Okay, und jetzt noch das Tagebuch von dem Slash-Eck. Tagebuch des Hexers Georg. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von den Präfekten des Gors Velen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so mächtig wie blockierte Handelsrouten.
Glücklicherweise konnte ich das Ritual um einen einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ja, lustig, warum wird dieser Leuchtturm immer wieder erwähnt, aber es wird immer wieder gleich gesagt, dass das alles bloß Quatsch war und dass es überhaupt kein gewichtiges Problem darstellte. Ich will diesen Leuchtturm gerne mal finden. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug, doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Abendum geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Ist in der Lage... Was? Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur zu einem Drache Lungen... Alter, Moment mal. Augenzeugen haben berichtet. Helle Schuppen, Hüfthöhe 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Abendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit. Wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. Tja, und das mit der Jagd hat anscheinend irgendwie nicht so geklappt, ne? Finde alle Schemas der Greifenschulenrüstung. Durchsuche die Ruinen der Festung beim Leuchtturm. Ach, habe ich das jetzt bloß alles nicht gesehen und ich bin schon lange bei diesem Leuchtturm hier? Das ist ja auch interessant. Okay, Leute, hier ist noch eine Kiste. Das ist doch alles noch eine Kiste hier, oder? Guck mal hier. Ja, meine ich doch. Und er mich da nicht reingehen lässt. Balladen und Hymnen. Genau, wir mal halt lesen. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Balladen und Hymnen. Wolfssturm. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen zuwider in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heile sie wieder, bis sich unser schicksalwirres Muster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen bitterer... Okay, das lesen wir jetzt nicht. Würde wahrscheinlich auch was Tolles erzählen und so, aber... I pfeif on it, um ganz ehrlich zu sein. Denn ich möchte gucken, was hier weiter so drin ist. Sorry, dass das Bild weiterhin schwarz-weiß ist. Das liegt aber daran, dass ich halt immer noch diesen Katzentrunk habe. Hält aber nicht mehr lange. Ihr habt es bald überstanden, falls es euch nervt. Und ich kann es kaum erwarten, zum nächsten Schmied zu gehen und zu gucken, ob ich von dieser Greifenrüstung schon was machen kann. Das interessiert mich wie die Sau. Du hässliches Gedöns. Das würde ich jetzt aber noch in Erfahrung bringen. Gegen was haben wir da eigentlich gekämpft? Das lesen wir jetzt noch nach. Und über den Beast müssen wir natürlich auch was nachlesen noch. Gorgos, Kreischlinge, Vivern. Gegen eine Viver haben wir ja auch schon. Hanna aus den Wäldern ist auch tot. Pestmeiden, Teufel beim Brunnen. Hybriden. Erynien. Achso, Harpien nennen wir sie. Ach, das sind unterschiedliche. Okay, sehr schön. Sirenen, die sind glaube ich über Meer. Sukuben. Schon wieder, ach du liebe Zeit, bin ich fertig. Lässt aus Kleinheim zu einem Sukubus, einige Tage vor dem Ablegen eines Zölibatsgelübdes. Ah, Sukuben wird glaube ich nachgesagt, dass die ja äußerst sexaffin sind, oder? Okay, Hunde der wilden Jagd sind Konstrukte. Aha, was haben wir hier noch? Algule, ertrunkene Gule, Igneus Fatus, Modehäute, Neblinge, Wasserweiber. Na, wo sind wir denn? Bies! Ah, das ist das, gegen was wir da im Sumpf gekämpft haben. Mit großem Bedauern muss ich euer Gnaden mitteilen, dass euer Gnadens Sohn bei der Jagd auf einen Bies gefallen ist. Er war auf der Stelle tot, wie auch sein Knappe, sein Führer, seine Treiber, seine Bauerngefolgschaft und seine Hunde. Carvin Yell, Verwalter des Anwesens der Villepins bei Vysima. Bies sind lebendige Muskelberge mit Hörnern und großen Zähnen. Ihre seltenen Verwandten, die Bumbaquetsch. Bumbaquetsch, echt? Leben sie in dichten Wäldern, Sümpfen und Mooren. Menschen gehen sie nach Möglichkeit aus dem Weg. Aber wenn dies nicht möglich ist, töten sie sie mit Leichtigkeit. Okay, die Samenbombe, Teufelsbovistes gegen sie gut. Und Reliktöl. Okay, weil es Relikte sind, ganz klar. Mumen, was ist gegen Mumen? Genau, vielleicht gleich mal merken. Quen, okay, also sich einfach schützen. Silvane. Ekim, oh, das war tatsächlich ein Vampir. Ah, Blutsauger. Davon haben sie im Dorf geredet. Gegen was ist der schwach? Gegen Igni. Okay, dann haben wir es ja richtig gemacht. Vampiröl. Gut, das kenne ich jetzt noch nicht. Pah, da muss man keine Angst haben. Ekimin sind nur übergroße Fledermäuse. Letzte Worte einer unbekannten Stadtwache. Wie andere Vampire sind doch Ekimin trotz aller Gerüchte keine untoten Menschen, sondern Monster, die während der Konjunktion erschienen sind und sich nichts als Knoblauch, Weihwasser oder religiösen Symbolen machen. Anders als in Balladen und Legenden verbreitet, sehen sie nicht wie schöne, blasse Aristokraten mit bezaubernden östlichen Gesichtszügen aus, sondern haben wie Katakane
oder Nosferatu-Ähnlichkeit mit riesigen Fledermäusen. Auch saugen sie nicht mit einem zarten, kussähnlichen Biss das Blut aus dem Hals von Jungfrauen, sondern reißen die Jungfrauen mit ihren langen, scharfen Krallen in Stücke und schlürfen anschließend das Blut vom Boden auf. Okay, ich habe eins kaputt gemacht. Wunderbar. Gefällt mir richtig geil, liebe Leute. Gucken wir mal, ob wir hier schon aus der Höhle rauskommen oder ob wir noch das letzte Baustück finden, oder? Los geht's.